und... Ach, du jetzt hier. Warum los eigentlich? Hm? Sehr schön. Zumindest kriegen wir dadurch oder darüber mal ziemlich viele Armbänder. Aber wahrscheinlich kriegen wir nur ein Gold pro Armband oder ein Silber pro Armband. So. Da oben ist ein Stein. Na, Gott sei Dank habe ich dann nochmal zurückgeguckt. Da wäre ich wahrscheinlich sonst nie wieder hingekommen. Okay, ich wäre vielleicht doch wieder mal hingekommen. Ihr habt euch wohl erlaubt. Ja, genau, und jetzt wollte ich mal ganz höflich nach dem Weg fragen. Und da ihr ja Schurken seid, steht ihr nicht so auf Höflichkeit. Also, werde ich euch töten und dann nach dem Weg fragen. Nein? Nicht so, okay. Haha, genau so wollte ich das. So, und Smash. Ach. Immer diese Schurken. Naja, 108 Goldmünzen. So viele Leute hat er auch noch nicht ausgeraubt. War halt so ein Frischling, ne? So. Jede Menge Truhen. Wir blicken von unserem hohen Hügel herab, spüren die letzte warme Berührung der Sonne am Rücken und fragen uns, ist dies das Ende unseres endlosen Tags? Welche Hoffnung können wir in den Wandel der Zyklen setzen, wenn der Winter kommt und nicht wieder geht? Wir bewundern unseren vielleicht letzten Sonnenuntergang, frierend und sterbend. Ja. Sehr schön. Das mit dem Schlösserknacken funktioniert übrigens immer besser. Bin begeistert, dass es so gerade so einfach ging. Ja, da gibt's nichts. Halt, was war da? Ein Grenalt sollen wir da drin finden. Das ist die Höhle. Ja, dann machen wir doch die Höhle, komm. Da haben wir da mal ein bisschen Action zumindest, weil, irgendwie, das Gebiet hier zieht sich nur so unheimlich, finde ich. Aber okay. So. Da drüben noch die Wurzel plündern. Oh, Mysterium. Oh, netter Heiltrank auch mal gleich dazu. Sehr schön. War das hier bei diesen Steinen, ja? Man läuft hier auch irgendwie nur im Kreis, habe ich so das Gefühl. Also, wow, was war das für ein Ruckler hier? Fühlt man nicht so ganz. Oh, nee, da wird wahrscheinlich wieder so ein großer dabei sein. Oh. Okay, machen wir das mal so. Eine Banshee. Jetzt habe ich so ein bisschen anders so. Ey! So, lass mich mal. Boah, das Viech ist ja auch nicht gerade sehr nett. Muss man sagen. Ich könnte es mir natürlich ein bisschen einfacher machen, indem ich einfach mal Hugo dazu hole. Ich glaube, das mache ich mal. Hugo, komm mal her zum ersten. Zum zweiten machen wir das mal so. Wow, das Viech ist durchaus recht schnell, ne? So. Machen wir das einfach mal so. Na. Und Swag! Bringt das was großartig bei den Viechern? Die Füße ist ja zu. Es geht. Es geht. Da ist ja das da schon etwas sinnvoller. Allerdings natürlich nicht. Na. Irgendwie baue ich gerade nur Müll. Aber was ist daran schon Neues? So, genau. Sehr gut. Weil bevor hier tausend von diesen Viecher nachkommen, sollte ich vielleicht mal erst einmal Mutti-Tot machen. Es werden halt nur unangenehmere Monster. Muss man hier schon mal sagen. Aber schön, dass immer wieder was Neues dazukommt. Oh, jetzt ist der Modus frei. Ja, super. Jetzt, wo ihr tot seid. Echt mal, hätte das nicht früher kommen können? Nein. Warum auch? Ich hätte sie einfach haben können. So. Was hatten die dabei? Kutte, Gold und Weißkrabbenpulver. Warum klicke ich jetzt eigentlich immer wieder Escape an?
Was habe ich denn da wieder gespielt, dass man das wieder so häufig gebraucht hat? Keine Ahnung. Halt, nee, Kampfmusik, da sind noch irgendwelche Viecher, dann werde ich den Stein dort unten noch nicht aktivieren. Ach, mit der Elite, naja, das geht ja. So. Na, zumindest war die Dame wohl so schlau, oder der Kerl so schlau, und hat das Wasser an der Quelle direkt vergiftet. Das ist ja dann natürlich nicht ganz so nett. Trotz alledem würde ich fast sagen, es wäre einfacher, das Korn direkt zu vergiften, weil so muss man ja selber aufpassen, was man isst, trinkt oder macht und tut, ne? Ehe man sich selber vergiftet. Sich selber zu vergiften ist bestimmt nicht ganz so das Schlauste, was, oder das Beste, was passieren kann. Die Fallen schwinden in diesen vergessenen Hügeln dahin. Unsere Magie lässt nach, je mehr die Sterblichen das Land mit Hacke und Pflug bearbeiten. Die Heide wurde von uralten Winden und Strömen geformt und von der Zeit, den unzähligen Zyklen des großen Kreislaufs. Die Sterblichen sehen den Gang des Kreislaufs in dieser müden Erde nicht. Doch die Felder werden älter und eines Tages werden dies auch die Bewohner. Dann kann sich doch die Natur wieder alles zurückholen. Jetzt zu sagen, weil die Sterblichen sich hier mal auf der einen Seite niedergelassen haben, das Land nach ihren Vorstellungen geformt haben, dass das Land hier am Sterben ist oder die Magie hier verschwindet, das ist ein Blödsinn, ne? Gut, es kommt halt darauf an, was man macht, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, so zu dieser damaligen Zeit. Naja. Aber die Natur holt sich das alles wieder zurück, wenn die Menschheit weg ist. Also von daher würde dann auch die Magie da draußen wieder kommen, lieber Stein. Zumal ihr Fein ja da draußen ja auch was gebaut habt. Die Steine habt ihr aufgebaut. Und wir haben zumindest den Set. Den Set vor allem. Das Set zusammen von der Heide. Zumindest mal etwas. Sehr schön. Und für was hebe ich mir den Abrechnungsmodus auf? Natürlich für den Schloss. Und ärgere mich dann darüber, weil nichts Gescheites passiert ist. Also bei der nächsten Version setze ich ihn wieder ein. Dürfte da relativ schnell wieder oben sein. Au! Mensch hier! So. Sehr schön. Was ist das da hier? Keine Ahnung. Ah, ein seltsames Artefakt. Und das auch noch untersuchen. Okay, dieses Artefakt sieht aus, als wäre es erst kürzlich benutzt worden. Es scheint jedoch defekt zu sein. Woher wollen wir wissen, dass es defekt ist? Hm, interessant. Das erste Mal, dass wir sowas sehen, wahrscheinlich. Naja, wir sehen tatsächlich sowas das erste Mal. Aber wir wissen halt gleich, dass es defekt ist. So. Wie sieht es denn in der Höhle eigentlich aus? Okay. Tja, ja, gucken wir mal, wie es vom Weg technisch her aussieht. Komm, was soll's. Den haben wir so schnell wieder oben. Hoffe ich. Vielleicht ärgere ich mich dann auch beim Bosskampf. Was soll's, falls es überhaupt hier ein Bosskampf ist. Naja, irgendein härterer Gegner wird am Schluss dann schon wahrscheinlich da sein. Wie üblich in solchen Situationen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das auch nochmal dann das boostet, wenn ich die so töte. Vielleicht. Na, ganz knapp. Das langt leider nicht. Kamera? Hallo? Wo sind die jetzt da? So. Komisch. Hing irgendwie unter mir fest. Das blöde Ding. Ene mene mu. Also da ist schon mal eine Sackgasse. Oh Gott. Puh. So, boah, das sind ja diese Pflanzen hier. Das ist ja der Graus. So. Ja, wir nehmen mal die beiden Sachen. Hugo. Wofür das noch hin mit dir?
Na, ich wollte gerade sagen, die dürfen wir wahrscheinlich gar nicht aufmachen. Das ist so eine Riesenhöhle, ey. Naja, 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 naja. Zumindest gibt es hier drin was zu tun. Das ist das Beste an. Auch wenn ich sehe, wir brauchen unbedingt mal neue Waffen, weil irgendwie kommen wir so mit den alten gar nicht mehr hinterher. Hallo? Was war das denn gerade? Wahrscheinlich war das andere noch aktiv war, dass ich deswegen das hier gerade nicht machen konnte. Ja, diese zielsuchende Eisgeschosse treffen nicht so toll, wie ich das gerade gedacht habe. Aber okay. Sie treffen, das ist doch mal das Wichtigste. 381 Gold? Wow, Wahnsinn. Was sollten wir damit machen? Nichts Gescheites. Das ist so eine Pflanze, ein bisschen aufpassen. Toxischer Schlamm, das ist natürlich nicht ganz so gesund. Noch mehr von diesen Pflanzen. Da müssen wir dann mal gucken. Aber wir haben zumindest Läuterungstränke da, die uns dann davor auch heilen. Das ist das Gute daran. Heiltränke. Ein bisschen aufpassen, dann geht das auch. Oh, da ist eine ganze Gruppe. Was? Dieser Hebel wird durch einen Hebel in der Nähe geöffnet. Ja, und wo ist dieser Hebel? Hebel, 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 Hebel. Hebel. Hebeln die hier das nicht auf? Da scheint es ein Hebel zu sein, hä? Schauen wir mal nach, ob es das jetzt war. So. Oh, warum bin ich hier reingegangen? Warum bin ich hier reingegangen? Keine Ahnung. Wenn Mutti hier denselben Schmutz macht wie da draußen, werden wir uns um sie gleich mal kümmern. Au! Das tut ein bisschen weh. Komm schon. Ich will sie auf alle Fälle gleich mal tot wissen. Wir machen das mal so, so und so. Sehr schön. Komm, 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 komm. Jawohl. In der eigenen Pflanze erwischt worden. Das Schöne ist der Blutungsschaden dabei. So, jetzt aber. Oh, Gott sei Dank, das ging ja Gott sei Dank sehr einfach. Naja. Hier. Du fängst hier gar nicht erst an. Gott sei Dank sind es ja nur 50 Millionen. Wir sollten nur selber nicht irgendwie zu nah an die Pflanze kommen, ansonsten haben wir ein Problem. Das will ich natürlich auch nicht. Ach, jetzt aber. Bla bla bla. Blalock. So. Oh, nein, 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 nein. Boah. Das war knapp. Hält der Trank nicht? Achso, wir haben auch noch diesen Dot drauf. Das ist natürlich nicht so toll. Ah, komm, ein Level up. Ich möchte das Level up haben. Weg da. Ich hoffe, der lässt jetzt nichts... Ah, gut, okay, der lässt es hier bei uns droppen. 204 Erfahrung. Darf ich da noch ran, gefahrlos? Ja, 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 da kommst du nicht hin. Sehr schön. Das hat sich... Das war jetzt wiederum eher lustig. So. Na? Will doch nur spielen. Toll, da ist natürlich nur Dreck drin. Gut, großartig herausgefunden haben wir aber bisher hier noch nichts, ne? Ein Artefakt haben wir gefunden. Jede Menge Pflanzen, jede Menge von diesen Viechern hier, aber ansonsten noch gar nichts.